Annalena Baerbock ist nicht nur eine der ungeschicktesten Politikerinnen der Ampelkoalition, sondern auch diejenige, die den meisten Steuergeldverschwendung betreibt. In den letzten Monaten ist sie wiederholt um die Welt gereist, jedoch schien es ihr darum zu gehen, sich selbst zu inszenieren und als bedeutende Völkerrechtlerin dazustehen, anstatt die Interessen der deutschen Bevölkerung zu vertreten. Doch diesem Vorgehen könnte bald ein Ende gesetzt werden. Es wurde nun die erste Anzeige gegen Annalena Baerbock erstattet, hauptsächlich aufgrund ihrer fünften Nahostreise, bei der sie versucht, sich als Vermittlerin und Verfechterin feministischer Außenpolitik zu präsentieren. Der Rechnungshof hat nun genug davon. Bereits vor einigen Monaten mahnte er Annalena Baerbock an, dass das Auswärtige Amt unter ihrer Leitung exzessiv Geld ausgebe. Damals ging es um eine Luxusimmobilie in Brüssel, die Baerbock über das Auswärtige Amt erworben hatte und die den Steuerzahler satte 6 Millionen Euro kostete. Diese Warnung war offenbar nicht ernst genug genommen worden, denn nun hat Baerbock endgültig den Bogen überspannt. Die Konsequenzen dieser Handlungen stehen bevor. Bevor wir jedoch auf die möglichen Konsequenzen eingehen, möchte ich einen aktuellen Zeitungsartikel kurz ansprechen, der ein treffendes Fazit über Annalena Baerbocks Amtszeit zieht. Es wird deutlich, dass ihr anscheinend wichtiger ist, welchen Eindruck sie auf Fotos und in den Nachrichten hinterlässt, als tatsächliche Ergebnisse vor Ort zu erzielen. Dies spiegelt sich in ihrer Inszenierung auf den Palauinseln im Pazifik oder bei humanitären Missionen wider, wo sie sich gerne barfuß zeigt oder aus Militärflugzeugen aussteigt. Die Berliner Zeitung bezeichnet ihre Amtszeit als eine Katastrophe, was meiner Meinung nach die Situation präzise beschreibt. Angesichts dieser Einschätzung ist es nicht verwunderlich, dass Anzeigen gegen Annalena Baerbock eingereicht werden und der Bundesrechnungshof seine Besorgnis äußert. Auch die Bürger äußern sich im Internet äußerst kritisch. Ein Kommentator namens Guido bringt es auf den Punkt, wenn man durch wiederholte Reisen keine Ergebnisse erzielt, wird man einfach weiterreisen, jedoch ohne tatsächliche Wirkung. Es besteht die reale Gefahr, dass Deutschland außenpolitisch zur Lachnummer wird. Dieser Punkt ist äußerst interessant. Wenn politische Leistung ausbleibt, versucht man sich offenbar durch ständiges Reisen in Szene zu setzen und Aufmerksamkeit zu erlangen. Es scheint eine Taktik zu sein, um das politische Versagen zu kaschieren. Stimmen Sie dem zu? Lassen Sie es uns wissen. Ich werde Sie über weitere Entwicklungen auf dem Laufenden halten. Bis zum nächsten Video.